Rex bewegt sich rauf. Gut, ich bin hinter dir. Ich versuche das Ganze auf dem Boden zu regeln. Dadurch, dass wir die ganze Zeit auch zu Hause sind, brauche ich auch kein Ersatzset. Das ist ganz nett. Dann kommt Rex auch an der Seite ganz gut hoch. Also du musst nicht die Rampe nehmen mit dem. Was? Der Wichser hat unseren Parasaurus erschossen. Ja, was soll er machen? Das juckt nicht. Ich hab ihn auch gesehen. Denk dran, ne? Links neben der Rampe ist gefährlich. Neben unserer. Er rennt direkt wieder weg, die Sau, ne? Die gebolert. Ja, ich muss weiß. Genau, ja, wunderbar. Weiß einfach rein. Weiter beißen. Ah, schade, okay, Tür ist zu. Aber gut, passt, perfekt. Super Timing, das war nice. So, ich spreng jetzt den Tower. Achte einfach auf deinen Stamina. Und geh nicht zu nah an den Turm ran. Gott, haben die den Scheiße platziert, ey. Hier ist halt alles im Weg, ne? Metall und weiß nicht was und hin und her. Scheiße, ey. Er muss seinen Alo ganz schön gegenhealen. Kommt wieder. Er ist abgestiegen. Und wieder aufgestiegen. Und der Tower ist jetzt weg. Geht wieder zurück. Versucht durch die Tür durchzubeißen. Der Tower ist nicht weg. Scheiße. Brauch ein paar Granis noch. Ich hol ganz kurz Granis, ja. Stehen jetzt beide mit den Alos da und kommen mit den Alos. Die wollen jetzt bleiben. Okay. Ich komme. Ich bin bereit zu nappen. Ich bin auch gestuckt. Ich bin sofort wieder da. Komm. Der erste fliegt jetzt runter. Genau, das Netz ging daneben. Das ist Quatsch. Wir nehmen den rechten. Der Alu ist gleich tot. Ja, der komm. Ist runter. Ich weiß nicht, wo hast du hingewissen? Ah, da unten rechts. Junge, wo bin ich denn hingewissen? Der eine Alu ist wirklich todeslow. Ja. Rex, geht's gut. Hat gerade mal 900 HP verloren. Nice. Okay. Mann, ey. Als ob die das gesehen haben, dass ich gegangen bin. Boah, ist der Alo Pladdy. Ah, ist auch gut so. Ich würde auch am liebsten. Ich gebe dir leider recht. Alo ist es nicht. Nein, natürlich nicht. Die können nix, die Dinger. Kannst du? Jetzt kommen sie mit dem Runterschubser. Guck mal gerade, steig mal gerade kurz ab, bitte. Ich muss was ausprobieren. Ja, genau, Drecksgame funktioniert mal wieder richtig gut. Ich grapple mich an die Mauer und es zählt. Oh Gott, ich hasse es, Mann. Ja, passt. Kannst wieder rauf. Ich würde gerne den Alu finishen. Der ist nämlich super low gewesen, ja, der wird eine. Hoch, ne? Hochgefeedet. Der ist. Kann ich den pingen? Nee, von hier aus natürlich nicht. Doch, da, glaube ich mal. Die haben ihren Rex jetzt auch in Position gebracht. Wo fliege ich denn hier hin, ey? Also dieses Bergfighting hier ist einfach nur der Horror, ey. Das ist auch saudumm. Also jetzt mal, nichts Angriff, Pakt ist verboten und so weiter. Ja, schön und gut, es ist trotzdem doof. Jetzt kommt er mit dem Kano. Hat mich, glaube ich, nicht gesehen. Er hebt auf, er hat das Tor aufgehoben, damit sie auf mich freie Bahn ja, haben. Jetzt kommt der Rex. Jetzt wollen sie mich Rexen und Kano. Ja, beiß. Ich beiß auf den Rex, auf den Kano. Der eine Kollege ist weg. Ich helfe dir mit dem Rex. Das ist der Feind. Ne, geh auf den Kano. Mach den Kano weg. Rex ist Half-Life, meiner. Ja, der eine ist schon weggelaufen. Beiß weiter drauf. Ich helfe dir. Ich mache erst, bis der Rex tot ist. Mach. Und dann zieh ich durch. Rex ist Viertel. Ja, ich würde hier schon wieder gealo.
Genau, der ging daneben. Schön beißen, schön beißen. Machst du gut. Grano ist tot. Mein Rex jetzt auch gleich jede Minute. Ganz. Ah, Isa nervt mit dem Abend wieder. Und ich muss durchziehen. Ja, ja, lauf. Dieser Alu nervt so, ey. Klar? Ja. Okay, hat mich runter geschootet, quasi. Geh nach Hause. Geh nach Hause, wenn du kannst. Wir repairen und gehen direkt wieder. Hast du den Kano kaputt gecheckt? Ja. Gut. War der Rex eigentlich der Rexco jetzt? Ja, ne? Ja. Okay. Er hat schon einen guten Job geleistet. Er möge in Frieden ruhen oder so. Yes. Du kannst, also, das ist halt einfach, die machen auch sobald was gedingenst ist, sobald ich was nette, so wird sofort entnettet und wieder draufgegangen. Ey. Gegen die kannst du nur mit Tames gerade spielen. Das nervt sehr, muss ich sagen. Ich habe Isa so oft von ihrem Vieh runtergeholt jetzt schon, aber sie ist immer wieder instant drauf. Gut, dann brauchen wir noch neue Granaten, um den Tower da wegzubekommen. Und dann nehmen wir den nächsten Rex. Dann gehst du mit Erectus als nächstes, okay? Alright. Deren Rex, du hast ihn gut am Arsch gemacht. Wir werden die jetzt infiltrieren. Wir gehen einfach in die Base rein. Und belagern die. Ein Mate Boost wäre halt noch geil gewesen für Erectus. Ne? Aber das ist es nicht. So, beeilen sie sich. Ja. Wir müssen weiter kämpfen. Wir dürfen denen keine Chance lassen, diese Scheißviecher hoch zu force feeden, so wie sie es die ganze Zeit machen. Aber er ist auch schon wild, dass sie ihre Gates aufgehoben haben, damit sie mit dem Rex durchpushen konnten. Das heißt, die sind jetzt offen. Naja, die werden jetzt schon wieder stehen, die Gates, ne? Also, gut möglich, ja. Ist nicht lange offen. Das da ist super dumm, was wir machen. Ich brauch wieder. Haben wir noch Poke Chili? Ja. Wo? Hinten, hinterster Ding ist. Aber ich könnte mal auch in eins reinziehen, das ist eine gute Idee. Gut, Abfahrt. Schwingen Sie sich auf Erectus und rauf da. Ja. Parachute ist mal noch gerade 5 Stück anhauen zwischenzeitlich. Oh, gut, dass du sagst, ich habe auch keine mehr. Weil ja, da ist ohne Parachute not enough resources fetch. Was ist das denn? Ernsthaft, ja. Wo ist denn jetzt. Ach man. Warte, ich hol kurz ein bisschen Fetch. Wir haben doch hier Bäume direkt neben der Haustür. Mhm. Aber auch keiner von denen drauf geht, ey. Schlimme ist halt immer, sobald ich den runternette und du beißt rein, fliegen die halt erstmal, ne? Ja. Kannst du nichts für, das ist doch richtig so. Und ich meine, die kriegen ja auch Schaden und alles, das ist ja gut. Aber es ist halt für mich am Ground dann super scheiße, wenn ich sehe, okay, ich nette den jetzt, nimm die Bola in die Hand und dann sehe ich nur, wie der einen Kilometer fliegt. Hm, schon klar. Aber ich habe auch dem Rex. Dieser Bergmann! Ich kotze. Ich habe sehr viel auf den Rex draufgeschossen. Das hat auch tatsächlich ein bisschen Spuren hinterlassen. So, ich hab. Ist Erectus unser Male Breeder? Nee. Gut. Trotzdem sollten wir gerade die einmal reinhalten lassen, oder? Nee, die haben eh alle Cooldown. Ah, okay, dann nevermind. Los, schwingen sich drauf und ab yes. Nach oben. Wir haben einfach, wir haben mehr Rex-Power als die. Das stimmt wohl. Oh, der hat richtig schön viel Health. Der tankt, ja. Der tankt jetzt die Scheiße aus denen raus. Was wir halt brauchen. Oh, ich hoffe, die haben den Tower da oben nicht repariert. Das wäre ärgerlich. Witzige ist, dass sie mit dem hier mit dem Diplo ankommen. Dem Schubser. Ja. Ja, das wird ein bisschen nerven, wenn sie anfangen, dich darunter zu schubsen, aber. Sind direkt da mit ihrem was, Rex. Ne? Ja. Ne, ist ein Alu. Alu und Rex. Ja, ich versuche direkt an den Rex ranzugehen. Ne, klar. Hast du den Tower repariert? Den zugebaut, ja. Och, die Penner, ey. Okay, aber jetzt ist hier offen auch, ne? Mhm. Rein oder was? Die werden rechts und links vom Gate gerade stehen. Ja. Da rechts steht. Rechts. Hab ihn runtergebullert? Nee, hab ich nicht. Also nicht. Die wollten nur die Enki wegschaffen. Kollege, Achtung, direkt vor dir.
Ja, genau deswegen. Hinter dir, wo läufst du hin? Nicht so in die Base rein, hier sind noch Plants hier. Haben noch nicht geschossen. Ich habe dem Player 2-3 Hits gegeben jetzt. Der ist ultra low. Ja. Achtung. Ich werde weiter mit der Shotgun drauf. Meine Shotgun reload einfach nicht. Pass auf, dass du dich nicht immer selbst so da in die, gegen die Wand manövrierst. Jetzt hast du keinen Spielraum. Mhm. Irgendwo muss doch hier einer close direkt sein. Ja, links, links neben dir. Ja, ja, ich versuch's mal mit dem Netgun-Play. Mann, die nette sich immer wieder direkt runter. Achtung. Links, weit links, wenn's geht, ja. Gut. Der Alu muss weg. Das sind deine größten Feinde, die Alus. Ja. Ich kann so nicht kämpfen, wenn ich unter dir stehe. Ja, ich toggle auch halt hin und her, ne? Also, ja, ohne ist halt nicht. Achtung, ja, gleich schießen. Aber das juckt mich zum Glück nicht, weil ich werde von den Dingern nicht so einfach getroffen wie du. Mir gerade einer sitzt. Nee, komm. Einfach drauf, einfach sie. Ich Hallo, komm wieder. Ja. Achtung, Rex. Boah. Schön Schaden machen einfach, ist gut. Rex muss halt auch weg, das ist ja eine größte Waffe. Ne? Achtung, Alu wieder. Ja. Ja. Gate-Play. Wir haben das Gateplay gemacht. Ich könnte noch rein, aber dann bin ich halt in der Base gefangen. Dann machen sie nämlich wieder zu. Ich krieg sie nicht gebolert, wenn ich sie vom Alu runter hab. Vorsicht, pass auf, dass du nicht wieder auf den gleichen Trick reinfällst. Ja. Schön ein bisschen zurückbleiben. Das wird auch bei mir geshotgunnt hier. Das hat der Rex auch mal 2-3 Shotgun-Hits bekommen. Ich positioniere mich mal neu. Sehe ihn nicht, wo ist er denn? Ist irgendwo direkt vor mir. Eine Kanzel pingen. Ist er. Ist hinter der Foundation irgendwo. Dem Alu geht's gar nicht gut. Wo ist der Rex hin? Da hinten. Kann ihn nicht hitten. Okay, pass auf. Hast du ein bisschen Feuerkraft noch am Start, dann killen wir gerade den Enki, dann haben sie kein Metal mehr. Wo schießt der? Siehst du den irgendwo? Ja, genau an der. Ach, verdammte Scheiße mit dem Ping. Hinter der Fauna. Ah, jetzt sehe ich ihn auch, ja. Hat mich tatsächlich in meine Plant gehittet. Bin gebollert. Also irgendwas nervt immer, ne? Jetzt hat mich der Dino-Schwanz zur Seite gehauen. Okay, pass auf, ich gehe jetzt nochmal Granaten. Steht oben auf dem Diplo drauf. Alu kommt. Ne, Barry. Barry ist es. Wo ist er jetzt hin? Rennt wieder zurück, parkt den auch hinten dran. Wir wollten vielleicht gucken, ob sie mich mit dem Rex reinbekommen. Was macht der denn kommt da? Kommt rechts auch. Wer kommt rechts? Weiß ich nicht, aber genau da in der Verlängerung steht jemand. Mit diesem Ping auf dem Rex kannst du echt komplett knicken. Du hast halt keinen Crosshair, ne? Und meine Rüstung ist schon ein bisschen am Arsch. Da steht ja die ganze Zeit da oben auf dem scheiß Dingens. Da, in die Richtung, da steht jemand im Gebüsch. Ja, die hat hier was hingelegt. Narco-Traps hingelegt oder so. Ja. Ne, hier sprengt. Lol! Alter, schießt ihn mir mit der Netgun ins Gesicht. Ist das ja, bringt halt leider nichts, ne? So, Narco-Trap aufgelöst. Achtung, Bola! Ja, komm zurück, Vorsicht! Nicht mit dem Weg zumachen.
Die haben halt auch die ganze Zeit High Grounds, das nervt. Die bringen wieder Narco-Traps an. Bitte die ganze Zeit, aber es bringt halt nichts. Die gehen gleich dann wieder nach Hause und repairen ihren Scheiß, ne? Ja, genauso wie wir halt auch. Deswegen ist das auch sinnlos, weil wir hier machen. Macht zwar so viel Spaß, aber es bringt halt nichts. Bola wird geschwungen direkt vorm Tor. Hm. Ja, ich kann halt nicht hingehen, ne? Grenades. Lass mal gucken, dass sie das hoffentlich gerade nicht raffen. Bola wird immer noch geschwungen. Du bist unterwegs runter, ne? Ja. Ja, den scheiß Tower da noch eingebaut haben, das nervt mich ja gerade. Ich glaube, es soll auf mich geschossen werden, also playermäßig, deswegen drehe ich jetzt hier vorne einfach mal rum. Hat sich nämlich gerade wunderschön in Position gelegt, aber nicht mit mir. Und versucht dasselbe wieder. Ich gehe wieder rüber. Das ist ein dummes Katz-und-Maus-Spiel. Ich kann theoretisch auch noch mit dem Rex kommen, aber ich weiß nicht, ob das halt großartig was bringt. Nee. Oder haben wir wir haben jetzt keinen Opfer-Rex mehr, den wir in die Bude reinstellen können. Nee. Aber wichtig ist auch eigentlich, dass deren Viehzeug stirbt. Also würde ich versuchen, vielleicht von hinten den Rex abzuknallen, oder? Kannst du versuchen, aber das hier ist halt auch. Also, ja, gut. Versuchen halt Winkel auf mich zu bekommen. Hm. Wollen mich halt vom Tame runter. Zeige ich ihnen meinen Arsch und dann treffen sie mich nicht. Heißt aber jedes Mal, ich muss hier vorne einmal drehen. Wir müssen da halt irgendwie. Also, die Repair Bench funktioniert auch nicht immer hundertprozentig, ne? Warum ist immer das so sackkalt, ey? Ich bin gerade blöbern, ey. Shotgun auf den Rex. Und das zieht auch ordentlich rein. Ja, wie gesagt, wir müssen deren Tames irgendwie auch kriegen, ne? Oder halt irgendwie pushen. Das fehlt halt gerade bei uns. Wir kommen nicht rein. Kommen jetzt wieder? Ja, sehr gut, weil so langsam wird es hier unangenehm. Ich hab auch keine Pistol-Bullets mehr, ey, das nervt. Ich lock die jetzt mal. Alter, Mann, die Schaden. Ich lock die jetzt mal ein bisschen näher zu dir wieder ran und jetzt dreh ich wieder rum. Sie sind draußen. Ja, und jetzt rennen sie wieder rein. Ich geh mal einen Zentimeter zurück und crossfeed mal grad den Rex ein bisschen. Mach mal. Ich kann halt hier nichts machen, das nervt. Was soll ich machen? Soll ich da reinlaufen? Werde ich von Plan X abgeschossen? Das ist halt super dumm. Die schwingen Bolas. Ja, ich klaue denen mal ihren Dünger. Ich hab's hier nicht zum Abschluss. Das nervt. Das nervt super krass. Okay, der steht, ey. Mit seiner Longneck in der Hand oder was das da ist. Schrotflinte, glaube ich. Au, 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 au. Könnte halt versuchen, einen von denen zu grappen und den rauszuziehen. Das war's. Wahrscheinlich hat mein Kopf rausgeguckt, oder? Komm her. Schock, tut schon weh. Mann, und dann ist hier auch nochmal diese scheiß Rampe, ey. Wir verharren hier. Jetzt erstmal so. Ja, wo ist die Person, die gerade rechts von mir war? Ist einfach weg oder was? Ich sehe nichts. Ich brauche keines. Einer läuft jetzt rechts auf der Hügel. Direkt vor mir ist einer. Ja. Andere Person ist mir nicht zu sehen. Ich glaube, dann jetzt ihre Plant X hier vorne direkt wieder weg. Ja, da kommen sie. Steht einer unter dir, grappelt sich hoch, kommt rauf. Mehr sehe ich nicht mehr. Bolat. Es gibt. Also, du kriegst die Leute nicht tot, ey, es ist zum Kotzen. Läuft zurück. Ja, ja. Gibt es nicht auf, ich glaube, hat Bola in der Hand. Ja. Wo ist die zweite Person? Sehe ich zum Pech nicht. Mann, kann ich bitte mal. Dankeschön. Ich hab wieder Grapple gehört.
noch eine Grapple gehört. Sie geht am Tor hoch, glaube ich. Turm, ja, die will die ganze Zeit hier hochkommen. Und ich habe eine... Ah, oben auf der Base, glaube ich, steht hier... Oder? Nee. Ich habe auf jeden Fall eine Longneck gehört. Ah, andere Person steht zwischen den anderen zwei Towers an der Base. Okay, ich habe alle Plans hier leer gemacht. Die andere Person ist bei mir hier vorne, jetzt in Richtung... Liegt genau vor mir. Ja, ich sehe ihn da rumeiern, aber... Geh mal einmal raus hinten. Einmal kurz wieder raus aus der Base. Muss man eigentlich mal eine Rüstung eben reparieren. Wir haben mindestens zwei Tower kaputt gemacht jetzt mit der Aktion. Mhm. Steht wieder jemand vor mir mit Langnacken. Rennt wieder zurück. Ich muss halt... Ziehen sich beide gerade zurück in die Base. Das ist halt so affig, wir können halt nichts machen. Wir müssen denen systematisch die Plans wegmachen, sonst kommen wir halt nicht weiter rein. Ja. Aber es wird ja, es sind ja schon wieder zwei Tower weniger. Ich weiß auch gar nicht, ob die anderen Towers... Ich bin hier wieder geshotgunnt worden. So, nun komm einmal zurück nach Hause und wir tauschen Rex Erectus gegen jemand anderen oder so. Ja, machen wir. Wenn dir das lieber ist. Es wäre halt auch zu überlegen, haben wir... Also wenn wir den Kano nehmen würden, mit dem da rein. Ja, das bringt uns nichts. Der geht halt nur drauf, ne? Ich weiß. Oder halt mit dem Rex rein zur... Kannst du mit dem Rex halt die Plans auch nicht zerbeißen, das ist das Problem. Der kriegt ja, aber nicht viel down. Zeug. Ja, auch das nicht. Du kommst da gar nicht hin. Wir müssen eigentlich den Rex und so wegsnipen. Beziehungsweise wir schmeißen jetzt einfach noch ein paar Nades in die Base. Und sprengen denen, wie gesagt, die Tower weg. Wenn die in der Base meinen, sitzen zu müssen, dann, ja, dann müssen wir denen halt die Base kaputt machen. Kommen wir halt nicht drum herum. Das da ist genau der Stellungskrieg, wo wir am Anfang eigentlich gesagt hatten, deswegen machen wir einen Friedenspakt, damit wir das nicht haben. Kommst du klar? Also, warum im Moment, bist du hier drin? Weil ich meinen Kopf reparieren will. Okay. Dann geben sie Gas. Ich force feed in der Zeit den Erectus. Habe ich auch schon eine Runde gemacht, dann kann ich auch gerade mit dem Erectus wieder rauf. Ja. Mit deren Rex, der war schon ziemlich am Arsch, den hätte ich gerne gekillt, aber das ist halt dieses, ja, wir bringen jetzt in die Base und dann steht er halt hinter den Pflanzen und ja, kommt drauf klar so. Kannst halt nichts machen. Ich meine, ist ja nicht doof. Macht ja nur Sinn, dass sie das tun, aber es nervt halt. Genauso das mit der Bowler. Also ich habe jetzt schon dreimal den Dingens gebowlert oder so oder viermal. Du kriegst sie nicht tot. Wir haben gleich ein massives Farmproblem. Sag ich da auch, wie das. Oder ist das so? Egal, wir müssen jetzt hier weitermachen. Wir haben das Fass aufgemacht, das müssen wir jetzt auch zumachen. Leer saufen, meine ich. Ja. Sauf. Und ich bin ein bisschen dumm. Ich habe einfach keine Chest und keinen Helm an. Das sollte man nur. Deine war die, die in der Repair Station liegt. Ja. Das sollte man tragen. Ich sollte auch eine Ersatzflak anhaben, ne? Also dabei haben, fällt mir gerade ein. Ich kann dir meine geben, wenn du willst. Nee, scheiß drauf. Geh schon mal hoch. Übrigens auch eine wilde Sache, die ich mittlerweile mitbekommen habe. Boah, es bringt halt immer noch, ey. Gato hat zum Flak-Wechsel einen Autoklicker. Ja, Gato cheatet, wo er kann. Das finde ich wild. Also allein schon mal... Inf auf Mausrad und dann noch Autoklicker auf der Maus, um Flak zu wechseln, ey. Weißt du was, wie Leute sowas machen können? Indem sie seit Jahrzehnten Ark spielen und das ist so, geht nicht mehr versuchen. Die bauen mehr Tore. Ich muss direkt das hier reinpushen, weil... Mach. Ich bin hinter dir direkt. Alles gut. Und gerade nur drei Netze dabei. Bärenfalle. Rex ist in der Bärenfalle. Ja, ich komme. Fällt's aber auch, wenn man doch auf diese Bates immer wieder rein. Das ist absolut geil. Gar nicht lange rum eiern, direkt losmachen. Ach, kann man auch noch losmachen? Ja, natürlich. Das war mir nicht bekannt. Gut, im PvE nutzen die auch nur, um Rex einzubauen. So, ist wieder frei. Aber dass die jetzt hier überall Gates langziehen, das nervt ein bisschen. Muss mal schauen. Weil wir gehen jetzt die Hauptbase an. Da oben steht schon wieder einer. Und wartet. Ach, der macht zu. Meine Fresse, ey. Gut. Ich habe jetzt Angst, dass sie hier hinter uns dann zu. Obwohl, irgendwo ja, will ich den Baum auch noch. Also, ich meine jetzt mal gerade hier den Baum weg, damit man mehr Überblick hat. Ich will den halt da drinnen auch killen, aber das ist halt diese
ist scheiße. Ich muss halt Isa bekommen. Mhm. JB ist da zu flott. Der hat halt den Arena-Fight noch drin, so gesehen. Ja. Parken irgendwas rum da oben drin. Ich hör's. Es gibt halt ein Loch, ne? Weißt du, das. Ach, Mann, ey. Das ist halt die Kacke mit dem, die bauen. Scheiße, die krieg ich den. Packen wir den Foundies hier? Die haben auch Foundies hier hingespammt, ne? Waren die gerade auch schon da? Ach Gott, das ist halt. Ich kann's nicht sagen. Das ist halt dieses Ark-Gespiele in Ark of Smaul. Das macht halt keinen Sinn. Bei sowas. Das ist jetzt fangen die mit sowas an. Mit Foundies-Spam und Gate-Spam. Das ist halt Lost. So, da passiert halt nix. Mhm. Passiert halt einfach nix. Machen wir das denn jetzt am dümmsten? Wir müssen die halt killen, aber die kommen halt nicht raus, ne? Und bei mir flackert alles, super unangenehm. Oder zumindest die Tames töten, aber auch das kriegen wir halt nicht hin. Versuchen wir von hinten eine Mission zu machen. Ich watschel einfach vorne dran noch ein bisschen hin und her. Mach mal. Wenn du da an der Seite hängst, probier auch mal Scheißdrecks Fotomode und guck mal rein. Ja, kann ich machen. Fotomode! Mit Mausrad machst du schneller oder langsamer. Ja. Und mit F machst du das Menü weg. Mit dem Rex am Force feeden jetzt wie bescheuert. Ja, kein Wunder. Vorne sehe ich aktuell niemanden. Der Tower ist weg. Wir müssen den halt. Das ist halt, oh, wie das nervt, Mann. Das geht mir richtig auf den Sack. Diese Spielweise ist so nervig. Ich muss so doof hier den Tower beschmeißen. Das ist richtig Arsch. Ich hör's. Sehen tue ich nichts, aber hören tue ich's. Ah, einer steht hier über mir und jetzt stehen sie beide über mir und denken sich so, will. Ich sehe ihn da halt auch stehen, ne? Wenn ich ihn vielleicht aus der Base rausgezogen bekommen würde mit einer Grapple, wäre halt geil. Und fällt da runter in den Berg runter. Das ist halt. Mit ein bisschen Pech gehen sie beide hinterher, irgendwer pinkt dich und du bist ein dicker, fetter, roter Klotz im Wald. Ja, die placen halt die ganzen Zeit einfach nur nach. Och, Mann, ey. Okay. Tja, keine Ahnung, was man das machen soll. Wir müssen jetzt auch irgendwas ändern, weil hier stehen und warten, dass die rauskommen, ist es halt auch nicht. Ja, das ist halt. Ach Gott, Alter. Du kannst nichts machen. Du kannst dagegen nichts machen. Das ist halt, als ob du einen ganz normalen Arc-Raid online defendest. Hier werden Foundies gepusht, hier werden Gates gespammt. Oh, ey, ich krieg Kotzreiz, ey. Das ist so doof und die kommen einfach nicht da raus. Wäre nur die scheiß Kanone nicht so teuer. Ja. Ich hätte so gerne mit der Kanone da oben mal zweimal reingeschossen. Übrigens, ein Steinrahmen frisst 8 Kugeln und eine Tür 4. Ist halt Quatsch, ne? Na, absolut, aber wir haben auch kein Metal. Also, es schmilzt im Moment kein Metal mehr durch. Ist alles durch. Weißt du was, dann farm ich denen das Metal hier oben erstmal weg. Das ist eine feine Idee. Sollte ich eigentlich in die Base pullen können, oder? Keine Ahnung, aber es kann sogar sein, dass noch irgendwo eine Crafting Station steht. Ne, ich war einfach Preset-mäßig. Müsste das ja gehen. Ja, passt. Deine lasse ich dann hier. Da haben wir mehr als genug. Ich glaube, wir haben 18.000 oder so. Deswegen, wir müssen gleich mal an Defense denken, weil im Moment springen die bei uns in die Base rein und können von oben rein snipen. Das ist halt auch kacke. Ja, aber ich meine, was wollen sie bei uns großartig machen?
Also mal ganz davon ab. Ich habe halt gar keine, ich will halt so eine Base gar nicht bauen. Also ich weigere mich da so ein Fort hinzustellen. Einfach nur, damit der Gegner mich nicht angreifen kann. Die sollen doch kommen. Einer kommt wahrscheinlich in Richtung Tor, habe ich so im Fotomodus gesehen. Also okay. Der ist zumindest mal nach vorne gegangen. Ich weiß nicht, was und ob sie was vorhaben. Ich bin halt relativ schnell wieder aus dem Fotomodus raus, weil ich so auch massiv leicht das Ziel bin. Ja, mach. Alles gut, ich farm denen das Metall weg. Sollen sie rauskommen? Also ich würde... Sie kommen raus. Mit was? Tür ist auf und einer guckt raus. Und ja. Tür geht wieder zu. Cool. Ah. Rechts geht die Tür auf, da. Ja. Diesmal hat der Ping gepasst. Ja, snipen auf mich. Ja, und war Player-Hit, aber machen nochmal zu. Machen die andere auf, nebendran. War aber, glaube ich, eher ein Versehen. Rechte Seite oben. Linke Seite meine ich. Ja, ja, ich sehe es. Springt auch einer oben drauf rum. Flack einfach durchgeschossen. Was haben die denn für eine Knarre, Alter? Longneck, ne? Du hast ja gerade schon einen Hit bekommen. Das ist schon der zweite. Also. Ja, kann sein. Ach, als ob ich jetzt oben, nicht... Oben auf ihrem Tower sind sie drauf. Ja, ich bin hier noch am Farmen. Ah, ja, stellen Rex einfach in den Weg. Ist das scheiße. Ich würde halt versuchen, den da runter zu grappeln nach wie vor, ne? Wenn wir jemanden gegrappelt bekommen, dann ist das ein halbwegs safer Kill. Der weiß, glaube ich, gerade nicht, wo ich bin, genau. Ich glaube, die füllen gerade den, ihre Plans nach. Ja, vielleicht ist es der Moment. Nee, die schmeißen da irgendwas, die machen Traps dran. Die haben Narco-Traps auf ihren, Das, was das Doofe daran ist, die sind nicht Friendly Fire, diese Traps. Hit. Oh, nice. Ich bin jetzt super gerne von da oben runtergrabben. Ja, da hat mich genau, er hat mich schon wieder gesehen. Ja, wahrscheinlich sitzt da halt auch einer im Fotomotor oder so. Und er ist weggelaufen. Ja. Aber immerhin Narco-Traps ausgelöst. Aber das Play Narco-Traps zu setzen an der Stelle ist ganz witzig. Ja, wenn man es halt nicht sehen würde, ne? Können wir bei denen vor der Tür AEDs setzen? Also diese Sprengdinger? Nee. Tor geht wieder auf. Ich sehe nichts, weil ich mich halt genau line of sight gestellt habe mit dem Rex. Ja, gerade können sie mich halt nicht hitten. Ich habe das Metall nochmal geholt. Ich würde es gerne noch nach Hause transferieren. So, jetzt ist es zu Hause. Das ist halt schwierig. Das Doofe ist halt auch, so blöd es klingt. Ich kann nicht mit dir zusammen sagen, lass mal zusammen in die Base reinspringen, weil dann bist du sehr wahrscheinlich tot. Mhm. Oder wir legen es drauf an. Nee, das wirst du nicht überleben. Also du, ja. bist ja schon überfordert, wenn du nur Deadgun bist oder gebolert. Also. Ja komm, ich habe mich jetzt bis jetzt zweimal aus zwei Bolas rausgeschnitten. Also. Ja, aber das kommt ja auch. Aber und bei der ersten wurde ich gekillt. Pass auf, das Ding ist ja nicht, dass das nicht richtig ist. Die Sache ist halt eher, dass das ist quasi, du musst das lernen und du willst jetzt hier schwimmen lernen, indem du in Piranha-Becken springst. Das bringt es halt nicht. Beziehungsweise das letzte Mal war schon Piranha-Becken. Tür geht auf, kommt einer raus. Ich werde besniped. Ja. Mir schon wieder die Fallen hingelegt. Nicht für Shots, aber ist egal. Auch schön. Was soll das hier mit dem... Das mit der Dunkelheit macht es halt auch nicht besser, ne? Okay, jetzt kommt hier was und auch nicht. Ja, ich bin nach vorne gepusht, deswegen. Boah, das war knapp, die Grapple. Du grappelst sie oder sie grappeln dich? Ja, ich versuche sie zu grappeln die ganze Zeit halt schon. Schießt nicht immer mit ihrer Ich habe ja auch eine Longneck, fällt mir gerade an, warum schießt nicht mal mit Longneck? Das
ist so bescheuert, was wir hier machen. Ja, das kostet halt nur Zeit. Also, wie gesagt, mir ist es egal. Ich finde das auch witzig. Links ist das Tor offen. Der hat Netshot kassiert. Der will jetzt rechts. Ja, du kannst halt auch. Aber du kannst halt auch nicht rein oder so, weil da drin ist halt alles jetzt verseucht mit Fallen, so, ne? Das war wohl Isa, die einen Headshot gekriegt hat, oder? Rechts neben Tor muss einer kommen. Naja. Ah, der ist rechts gelaufen, ich hätte jetzt auch mal hingezielt, aber. Nee. Da. Ist jetzt links? Ich sehe die halt auch die Hälfte der Zeit nicht, weil ich immer im Lowground bin hier, ne? Mhm. Rechts neben der Tür, jetzt rennen sie links. Ich weiß, ich weiß. Springen die ganze Zeit hin und her. Interessante Bowler. Oh oh. Bin ein bisschen gebowlert, das ist nicht gut. Oh oh. Bin immer noch gebowlert. Ich muss hier weg, ich muss weg, ich gehe Knockout. Alles gut, alles gut, alles gut. Ich habe keine Stims, aber. Boah. Zum Glück so viel Zeug, ey. Fortitude. Stims ja. In einem Rex. Oh, okay, das ist wichtig und richtig. Boah, da wäre ich beinahe draufgegangen durch die Aktion. Oh, das macht keinen Spaß, Mann. Das tiltet mich. Hatte ich eigentlich dich getroffen oder habe ich die getroffen? Weiß ich nicht. Mich hat was getroffen. Ja, da war ich dort. Hitmarker war gelb. Das ist so stupid langweilig, was wir hier machen, ne? Mhm. Sie stehen da mit dem Tame vor der Tür und jetzt gucken sie wieder nach mir. Ja, natürlich, weil sie nicht rauskommen. Warum sollen sie auch? Also erstmal ganz ehrlich, ohne Quatsch, diese Scheiße mit Allianzen verboten, dann sag wenigstens Allianzen in der Purge verboten oder was weiß ich, aber das da macht absolut keinen Sinn. Da freut sich auch YouTube Deutschland tierisch drüber, wenn wir 2 Stunden einfach nur hier vor der Tür stehen. Ja. Das ist doch nicht geil. Das liegt aber daran, weil die spielen, also rausschneiden, weil die spielen wie die letzten Feiglinge. So. Können halt auch mal Plays machen. So, was bringt denn das? So werden die niemals gewinnen. Links ist by the way eine Tür auf, ne? Ja, also ich weiß nicht, wo du gerade bist, aber ich höre Shots, aber ich sehe nichts. Okay. Gerade mal wieder voll machen hier. Das war schon ein bisschen kritisch gerade. Da hätten sie mich fast gehabt. Hab auch viel zu viele Schläge gebraucht, bis ich ein Bolat war, muss ich sagen. Au. Sie snipen auf mich. Ich sehe nicht genau von wo. Du kannst halt legit nichts machen hier, also wirklich nicht. Die Tür geht wieder zu. Lustige Anekdote für zwischendurch. Ich habe Isa heute gestreamsniped. Tor geht auf, anderes Tor geht auf. Alter, wie lange hält die Scheiße? Sie stehen wieder oben auf ihrem Turm, rechts kommt einer. Wir sind jetzt beide gleich, sind beide auf dem Turm. Einer hat gefarmt. Toll. Hat versucht, mich zu hitten. Ist nichts geworden. Ist wieder nichts geworden. Könnte auch langsam mal wieder Tag werden. Jetzt geht man mit der Nacht hier auch noch auf den zusätzlichen Pistengrad. Das hat mich getroffen. Wo sind sie? Auf ihrem Turm. Auf ihrem Turm. Ich habe sogar mal einen richtigen Attack. Ja, der mag halt ja mir tatsächlich aber nicht. Ich weiß, also. Dadurch sieht man den Player nämlich nicht. Yes. Ich glaube, die haben einfach nur gerade Metal gefarmt. Okay, ich muss jetzt mal Abfluch machen. Warum? Ich glaube, meine Flak gekriegt. Ja. Mein Leben und allem geht's gut, aber ich glaube, meiner Flak geht so langsam nicht mehr gut. Nee, ganz und gar nicht. Sag mal, wie lange dieses Ding ist, also dieser Debuff von der Trank-Falle ist absolut crazy, wie lange das anhält. Hat jetzt, seit ich gesagt habe, okay, ich gehe in die Base, hat das immer noch hochgetickt. Ich habe den Rex mal hier geparkt. Ja, ja, mach dich mal wieder voll. Nichts machen, so. Das ist es nicht. Nee, das ist es nicht. Ich bin dafür, dass da nochmal regelmäßig was besprochen wird.
Ja, es ist halt, wie gesagt, das ist das Ark-Spielen, was die machen. Foundies vorspammen und sowas. Das ist halt das, was dafür sorgt, dass wir nichts machen können. Und das ist das eigentlich. Warten wir eigentlich nur drauf, dass von irgendwem die Ressourcen in den Arsch gehen. Ja. Ich weiß halt auch nicht, was mit den anderen Leuten allen ist. Hier kommt halt irgendwie auch keiner mal hin auch noch. Ja, ich sag mal so, Sharks hatte ja mal angefangen, hier bei denen ein bisschen Stress auch zu machen. Aber so wie ich das gehört habe, so zwischendurch im Chat, sind die auch miteinander selbst irgendwie am Hadern. Naja. Ja, aber ich sag mal, bisher, kann ich sagen, ist das, was wir heute hier gemacht haben, wahrscheinlich effektiv ein Video. Das ist es nicht. Sag ich, wie es ist. Dieses Waiting Game hier. Okay, zumindest haben wir Narko genug. Der war schon kommt einer wert. Raus. Wann kommst du wieder hoch? Weil die machen hier irgendwas. Ich zieh mich an und dann komme ich. Weil der farmt. Jo, die sind am Farmen. Naja. Steh nur nicht wer. Ah, okay, da rennt einer alleine. Ich komm schon aus der Base nicht raus. Die haben halt wirklich anscheinend kein Metal mehr und farmen jetzt das Metall hier ab. Mit Gamma 3 geht's in der Base. Ich würde gerne wissen, ob die da Dünger nachgelegt haben. Wir müssen den Rex killen. Ich überlege gerade, ob wir uns vielleicht einfach einen noch höheren Tower bauen. Wir könnten von unserer Foundry hier hinten bei unserem Aufgang einen Tower ausbauen. Bei unserer Foundry vom Aufgang? Ja, wir haben doch hier den. Ach so. Den ja. Quasi als FOB benutzen schon mal. Ja, dann dabei. Ich bring mal eine Foundation mit. Bitte? Ich geh mal eine Foundation mitholen. Also, was ich auf jeden Fall jetzt gerade mache, ich crafte mal gerade kurz zwei, drei Foundations. Wir müssen hier. Ja, dann mach du halt. Das ist wieder dasselbe wie beim letzten Mal auch. Die zwingen uns halt dazu, hier Foundies hinzuhauen. Und das ist so zum Kotzen, Mann. Ich kann aber halt nirgends, ne? Hier ist halt Enemy Foundation oder Gate-Gedöns. Aber die haben auf jeden Fall schon wieder keine Ressourcen. Das ist ganz gut. Wir haben kein Metal. Wir haben, glaube ich, kaum Holz. Ja, aber da kommen wir dran. Warum ist das too close to enemy foundation hier hinten, ey? Das ist absolut crazy, wie weit das geht. Willst du mich verarschen? Wie weit? Du könntest mal hier auf der Treppe versuchen, wo ich gerade bin. Nee, das darf man eh nicht. Das ist eine Ruine. Ah, lol, die haben stimmt, hier stimmt, stehen stimmt, stimmt. Und eine Crafting Station zum Farmen. Das muss weg. Hast du noch Granaten? Blow up? Nee, das ist eine Holzfoundie. Kannst du wegbeißen, Korn. Ping. Hier. Da muss ich schon wieder grappeln, weil ich sonst hier nicht hochkomme. Ist auch wieder geil. Hier sind auch Foundations überall. Alter! Alter! Schießen die auf dich? Ich hab zwei Hits abbekommen. Von wo das denn jetzt? Oh, ach, hier sind andere. Rechts von uns, rechts von uns. Nicht auf der Foundy, Ringo. Rechts von uns, unten. Hier. Da vorne. Ich kann nicht pingen, weil ich in dem Loch bin. Ich sehe. Das sind andere Leute jetzt. Vorsicht, ich muss. Ja, das. Ich muss halt netten eigentlich. Nicht hinterher. Geh nicht hinterher. Die sind im Vorteil. Du kommst da nicht wieder hoch. Was ist das denn jetzt? Ist jetzt wieder Hamsti und der Keck oder so, ne? Arschgon, der Zerstörer. Kleinsteiner Wipe, denk dran. Ja, gut. Mann, lass die jetzt hier rumnerven. Und vor allem uns. Geh mal da oben die Dinge wegbeißen, bitte. Die Smithy. Die Smithy ist weg. Okay, perfekt. Aber die Fauni muss auch weg. Okay. Oh, Junge, hab ich Glück, dass die kein Aim haben, ey. Ja, Mission, die Morphodon ist dann auch gescheitert wegen Stellungskrieg, ja? Ist alles gescheitert gerade. Ja. Ja, wir müssen die jetzt halt. Also, dann ist es nicht so. Wir können da nichts gegen machen. Wir müssen jetzt lagern. Fertig aus. Ich werde jetzt hier Foundies hinballern, dass die nicht weiter wegkommen. Boah, Alter, zum Glück haben die wirklich beide den Hamster-Aim, ey. Ich,
ich war in dem Inventar von der Smithy und das Game hat mich mal wieder verkauft. Ich habe Escape gedrückt, um das Inventar zu schließen und mal wieder, warum auch immer, hat es nicht funktioniert. Und dann stand ich da drauf auf der Smithy wie so eine Zielscheibe. Ich habe einen Shot gehört. Naja, oberhalb von uns. Ich sehe nur nicht. Du kannst hier nirgends laufen, ey, es ist so scheiße, Mann. Ich mach ins Gebüsch und geh mal in den Drohnenmodus. Willst du meine grüne Flak noch haben? Nee, danke. Keine Ahnung, von wo hier geschossen wurde. Ich seh niemanden. Doch, da! Die stehen oben vor ihrer Base. Ja, sicher stehen sie da und hauen mir einen Hit rein. Ja, die farmen Metall jetzt gerade wieder. Natürlich farmen sie das. Haben ja keins mehr, müssen ihre Flak reparieren oder so. Ja. Wie dauert das denn noch, bis die Faun wieder mal? Boah, ist furchtbar lang. Und wo wurde ich denn? Er steht wieder auf dem scheiß Turm drauf. Versuchen beide auf mich zu snipen, haben aber jetzt nicht gehittet. Rex hatte zwischendurch Kiefersperre. Aua. Der Kollege auf dem Turm halt nervt. Ich hab mal Hose gewechselt. Ja. Der Rex hat schon wieder unter Smash gekackt. Der Drecksack. Wenn das bei allen so ist, dann ist bald Essig mit Turrets. Der von rechts? Das ging wieder auf mich. Ich würde gerne wissen, von wo. Ja, von oben, von der Base aus. Nee. Nee, von unten, da. Die Barihunix-Leute sind da. Ach, die Nervensägen. Ich wollte doch gerade sagen, dass das kam. Und Pause. Oh. Aber noch ein Hit gefressen in der Pause. Das kam halt von unten, das kam nicht von da oben. Pause. Ja, Pause. Aufnahme beenden. Tschüss.